genommen. Jetzt bin ich gerade nochmal eine Stunde dran. Boah. Eigentlich wollte ich nochmal Schluss machen, aber nee. Irgendwie. Ich komme nicht weg. Ja, suchtet, ne? Aber hallo. Oh, ist doch gut. Ja, es sei denn, man steckt wieder im Fortschritt fest. Ja, naja, brauchst du Skillpunkte? Ja, 500. Okay. Wie ging das nochmal? Das sind 502. Mhm. Dann kann ich nämlich noch was skillen. Okay. Da wäre ich dir recht dankbar für. Jo. Ups. Huch. Oh, naja. Finger gehabt. Ja, also. Klar. Dankeschön. Bitteschön. Ja, bei Thorsten musste ich das auch irgendwie anders handhaben. Der hat ja auch nicht alle Skills, nicht alle Punkte selbst geskillt, sondern weil ja, zuerst ging das so schnell hier mit den Skillpunkten und dann ging es so langsam und dann habe ich irgendwie versucht, die anders irgendwie mal einzustellen, aber ich weiß nicht. Dann ging es schnell, mal wieder langsam, ganz, ganz komisch und jetzt scheint es wieder alles sehr langsam nur zu gehen. Ich bin total verschnupft und verhustet, verprustet. Ich weiß nicht mal, ob ich das Mittwoch überhaupt schaffe. Ach ja, und Freitag auch noch. Ja, und Freitag auch noch. Ich hoffe, dass ich Freitag wieder da klar bin. Oh je, du. Ja, naja. Ach, was soll's. Was wollt ihr jetzt? Ach so, ja. Deine Brotdose. Doch, deine Brotdose. Einiges auskillen. Wenn jetzt hier einige Leute meckern, Cheater, den erwürge ich hier. Da geht mir der Quincy durch. Ja, aber die Skillpunkte sind eigentlich in diesem Spiel eigentlich nicht so wirklich notwendig. Da hätten sie sich was anderes für ausdenken können. Weiß ich nicht, ich finde das System eigentlich recht nett. Ja, das Skillsystem ist ja auch ganz nett, aber es ist irgendwie ungünstig, wenn man jetzt eine Standard-Meteoreinschlagzeit von 30 Tagen sieht. Stimmt. Dann ist das alles ein bisschen sehr knapp bemessen. Fürwahr. Jo. Eigentlich könnte ich hier mal mein Feld mal abernten. Ja. Oh, ohne aufzupassen habe ich jetzt nur noch einen. Naja, jetzt... Ist aber auch genug für geskillt hier erstmal. Ja, man muss ja auch hinterherkommen, ne? Genau. Wow, auf einmal rase ich. Yeah. Nee. Ich habe soeben hier ganze Steinbrüche abgeerntet. Ja, ich weiß sogar wo. Ich glaube, das hast du in der Folge. Oh Gott, welche habe ich denn gestern angeguckt? Oh Gott. Da, wo ich drauf geantwortet habe. Da hast du da, glaube ich, gerade deinen Steinbruch festgelegt. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, ob das wirklich da ist, wo du gerade gearbeitet hast. Was ist denn hier? Was ist das denn? Komm, hier pflanzen wir auch nochmal Mais. Ach, hier auch, wenn hier schon mal auch sowas ist. Wer weiß, ob er hier wächst, aber ist mir auch egal. Meinst du die in Richtung Strand, die? Nee, Richtung Wald, glaube ich, waren das die. So. Glaube ich. Wo soll ich mit den ganzen Meister? Ach, ich hab keine Meister. Stimmt, da habe ich ja einiges, ja. Die reichhaltige Mine ist noch da, der Kohleflöz ist auch noch da. Ja, ja, ansonsten unterirdisch gibt es auch noch jede Menge Erze. Naja, geht's aber gerade nur um Steine. Ja, die gibt es auch, unterirdisch en masse. Es ist wie im wirklichen Leben, also die Erde ist ja auch nur von der Erdschicht bedeckt. Naja, klar. 35? Außer in der Wüste. Außer in der... Naja, in der Wüste... da ist ja erstmal jede Menge Sand. Und dann kommt, glaube ich, auch irgendwann Stein. Oder meinst du jetzt hier in-game? Nee, ich meine schon im echten Leben. Ach so. Ja, da habe ich noch nicht so oft gebuddelt, von daher kann ich da nicht viel zu sagen. Gibt da eine Sache, was mich noch ein bisschen fuchsig macht. Wenn ich hier die letzten Sachen von einem Lager nehme, baut er das Lager direkt mit ab. Die letzten?
Also zum Beispiel, wenn ich jetzt 80 Holz jetzt in einem Lager liegen habe, die will ich entnehmen, dann reißt er mir noch das Lager ab. Ich weiß nicht, ob ich da immer falsch mache oder was. Das scheint ein Bug zu sein, also wenn das so ist. Also bei mir ist das noch nicht passiert. Oder hauen sie vielleicht zweimal drauf. Warte mal, ich guck mal kurz. Haben wir hier noch irgendwo was? Ah, warte mal, ich schmeiß mal hier ein Erde rein. Hier haben wir ja durchaus ein Lager stehen. Schmeiß ich mal ein Erde rein, zuck. So. Und wenn ich jetzt. Zack. Ah ja, du musst mit dem richtigen Werkzeug das Ganze machen. Heißt? Das heißt, dass du mit dem Hammer im Lager eigentlich nicht rumhämmern solltest. Entweder mit dem Lernen, mit dem Lernen, mit dem Lehren. Warte mal, wie war denn jetzt das? Oh Gott, wie stand das jetzt hier? Gott. Was? Moment. So vielleicht. Weiß ich nicht. Und zwar, wenn du zum Beispiel Erde drin hast, dann nur mit der Schaufel rein. Dann müsste es klappen. Warte mal, ich versuch mal. Du erhältst ein Erde. Nee, offenbar nicht. Hä? Achso, so rum. Ja, genau, so klappt das. Und Stein und Holz holt man eigentlich mit der Spitzhacke raus. Holz Bauholz mit der Axt und Spitzhacke kannst du Stein rausholen. Ich glaube, die anderen, die halt, wofür der Hammer tatsächlich notwendig ist, glaube, die kannst du mit dem Hammer auch noch rausholen, ohne dass was passiert. Da ist ja sehr dubios. Ja. Wie gesagt, mir ist das noch nicht passiert. Ich habe es gerade ausprobiert und es hat tatsächlich geklappt, so wie du es gesagt hast. Aber da war auch nur Erde drin, gerade bei mir. Ach ja. Komisch. Ach so, die Tore funktionieren wieder. Ja. Ja, die Garagentore wurden gefixt mit dem Update 783. Ah, sehr fein. Ja. War ein ganzes 2,4 Megabyte großes Update. Wow. Ganz doll. So, jetzt mache ich ja mein Holzhaus hier weiter. Jo. Hätte ich jetzt eigentlich gesagt, das mache ich in der nächsten Aufnahme, aber da kamst du. Oh, Entschuldigung. Ach, macht nichts. Da dachte ich nur, da, ja komm, kann ich auch bleiben. Jo. So, was pflücke ich denn jetzt mal? Jetzt pflücke ich Bohnen. Bohnen und was brauchen wir noch? Fireweed brauchen wir dann noch. Oder Weidenröschen. Den Ich ganze Zeit finde, auf die Fireweed Karte. klingt besser. Was? Ich drücke die ganze Zeit auf die Karte, obwohl ich hier nur die Holzart wechseln will. Arg. Ist ein nettes Spiel. Was denn? Ah, Ark. Ark ist ein nettes Spiel. Ah ja, stimmt. Ja, wobei, so viel habe ich das gar nicht gespielt. Ich auch nicht. Wurde mir irgendwann zu doof mit den Saurier-Themen. Ah, ja gut. Nee, ich kam da nie sonderlich weit. Ja Ich gut. wurde auch ständig von diesen komischen diesen Seeschlangen oder was das da war, immer Ah, die aufgefressen. Pythons. Ja, furchtbar. Das gibt's doch nicht! Ah! So, was brauche ich jetzt noch? Jetzt brauche ich noch Fireweed, genau. Warte mal, achso. Ach, hier war das. Hewn Lock Door, genau. Das müssen die Steinziegel. Ja, gut, die Steinziegel sind auch schon wieder fertig. Meine Güte. Ja, die gehen recht schnell. Ach, übrigens, hab die Eingangstür von meinem Haus her versetzt. Und ich habe bei mir schon die Straße gelegt. Ach. Ah. Beziehungsweise, jetzt kann ich auch endlich mal die Rampen bauen. Das war ja bei dir auch mit Mortarstone die Straße hier.
Nee, die Bahn geht mit Straßen. Also Steinstraßen. Die beim, wenn man reinkommt ins Dorf da. Bei Quincy's Hotel schon. Das sieht irgendwie nach Mordhotstone aus. Okay. Dann muss ich gleich mal gucken. Muss ich gleich nochmal gucken. Kleinen Moment. Muss ich das quasi so verbinden? Ich glaube, das waren tatsächlich Steinstraße. Ach ja, Steinstraße und daneben links und rechts war Mordhotstone. Ach nun, spring doch mal, Alter. Willkommen bei Ben und Ed. Ach nee, hier ist ein Baumkrone. Deswegen komme ich nicht hoch. Gott, ich habe ganz ist vergessen. Ist wieder soweit. Ja, ich hab übrigens völlig vergessen, wie man Fireweeds erntet. Oh Gott, wie geht denn das nochmal? Gar nicht. Ja, glaube ich auch, aber. Ich weiß es nicht. Ach, hier mit der Sense vielleicht. Mit der Sense. Ja, Sense. Ich habe übrigens den Eindruck, ich kann jagen, wie ich will und trotzdem herrscht hier doch immer noch Überbevölkerung. Ja. Das ist ja ein Ding. Ja, es sind sehr viele Tiere nachgespawnt, ne? Oh ja. Oh, 56 reicht wohl erstmal, würde ich sagen. Okay, also diese Fireweed Seeds, die sind immer noch nicht sichtbar, wenn man sie einpflanzt. Aber jetzt haben die Entwickler wohl noch nicht bemerkt. Oh nein. Can I plant a spot occupied by a Fireweed Block? Dann da. Hier. So. Auch? Nee, auch schon occupied. Okay. Ich bin mal gespannt, wie das wird am Freitag. Oh ja. Also wird schon ganz lustig werden. Aber ja, halt auch. Aber auch sehr unübersichtlich. Ja. Da mache ich mir schon meine Sorgen. Ja, und anders eben, der ist halt meistens nicht so ganz bei der Sache. Weil er sich halt mit seinem Chat auch beschäftigen muss. Und ja, deswegen kann es auch schon mal passieren, dass er auch random Kills mal macht. Ja, wie man schon gesehen hat. Weiß ich, habe ihn noch nicht mal getroffen im Schwimmbad. Ich habe ihn nicht mal getroffen, es war nur ein Warnschuss. Und da knallt er mich einfach ab. Der Hund. So, dann wollen wir mal gucken. Vier Fireweed habe ich nur noch. Dann kann ich die auch noch schnell einpflanzen hier. Ob dein Popcorn da schon fertig ist. Mal gucken. Mein Popcorn? Ja, das ist jetzt alles, was ich gerade für dich sammle hier. Lol. Ich werde das natürlich auch gleich kochen. Ah. Oh, es ist schon wieder passiert. Achso, den Farn, den kann man auch kochen. Der bringt dann auch ein bisschen mehr, aber der bringt im Allgemeinen nur so wenig. Deswegen lasse ich den mal schön stehen. Dieser Farn. Ja, ich weiß. Ist dann Trockenfahren. Quasi. Genau. Ah, ja, hab ich schon öfter gemacht. Alles klar. So. Ist schon wieder bei mir passiert. Steinhammer, das Holz genommen und ne, das halbe Lager wieder abgerissen. Gnarf. Also Holz kannst du auch mit der Spitzhacke auch ausnehmen. Oder alternativ auch mit der großen Schaufel, der wechselt dann automatisch auf die große. Auf das passende Werkzeug dann. Oh, ach so. Oder wie gesagt, einfach mit einer leeren Hand. Oh, das dauert hier aber noch ein bisschen. Ui. Ich glaube, ich sollte mal noch ein paar zusätzliche Lagerfeuer bauen. Ich könnte auch einfach in den Keller gehen. Da ist auch noch eins. Bei der Gelegenheit kann ich da auch mal gleich wieder die Kisten nochmal freigeben. Dachte ich, hätte eine freigegeben. Ach ja, ich konnte genau. Bei dir in Fairhaven noch nicht ganz so wirklich jagen wie
gewollt. Heißt, Tiere trieben sich auf dein Grundstück rum. Und ich meine, ich konnte die mit einem Pfeil abschießen, die starben einfach nicht, weil ich durfte nichts auf dem Grundstück machen. Ach ey. Aha. Das ist ja weißt also... Schildkröte, der normalerweise mit einem Schuss stirbt, nee, der lebt noch, weil... Die Jürgen will Raxu, die darfst du nicht töten, die ist unsterblich bei deinen Pfeilen. Genau, diplomatische Immunität hier. Ja, aber das ändere ich auch gleich mal. Ich bin ja gerade zufällig im passenden Gebäude dafür. Warte mal, jetzt muss ich erstmal hier kurz das hier anschmeißen. Mal gucken, ist hier noch genug. Jetzt ja, ist noch genug Kohle. War drin, mir aber immer noch nicht klar, dass, wenn das quasi. Warte mal. Wenn Fairhaven das Örtchen mit der Wollnivilla ist. Villa ist. Ja. Was ist denn das Dorf hier mit dem. Mit dem Hotel und allem, mit Gasthaus und so weiter. Ja, ja, da fehlt mir noch ein Name dafür. Das sind ja so eigentlich so kleinere Dörfer nebeneinander, die sollen ja irgendwann dann zusammenwachsen zu einer größeren, zu einem größeren Ort, der eigentlich zusammen irgendwann Fairhaven heißen soll, aber ja, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Jetzt habe ich nämlich schon gesagt hier, das alles ist Fairhaven, was ihr gebaut habt. Ja, eigentlich stimmt das ja auch, aber wegen der Ortsschilder ist das vielleicht auch ein bisschen verwirrend. Ja, eben. Ja, mal gucken, weiß ich noch nicht. So, 56, 28, jawohl. Wie lange dauert das jetzt? Gar nicht. 56 Minuten geht's noch. Aha. Was haben wir hier? 20... Toll, da fehlt mir eine Bohne jetzt. Egal. Ja. 25, Mensch. Quatsch, gar nicht 25, was reden da? 15. 15, nicht 151. 15, nein, auch nicht 51. 15, nur 5, nein. Da hat es jemand ganz schwer. Ja, gerade schon. Also ich... Ah, jetzt. So, jetzt. 30 Minuten dauert das ja auch nur. Na gut. Gut, jetzt muss ich mal meine Kisten hier mal durchgucken, ob ich hier noch irgendwas schon fertig habe. Eigentlich müsste ja durchaus irgendwas Fertiges schon drin sein. Ja, so ein bisschen haben wir hier. Das kann... Gott, wo kommt das denn jetzt mal hin? Früchte. Boden sind keine Früchte. Ich habe gar keine Gemüsekiste. Das ist doof. Ah, da. Och, da habe ich Boden umgewandelt. Gut. Ach, also 100 gegrillter Mais. Hm? Warte mal, das kann ich ja direkt mal machen. Mir ist aufgefallen, du bist wie. So? Habe ich dich ein bisschen leiser gestellt. Ach so. Oh, ja. Sorry. Ja, kein Ding. Nee, auf meinen Aufnahmen ist mir das ein bisschen spät aufgefallen. Du bist irgendwie viel lauter als ich gewesen. Echt? Ja, das? Andererseits, die letzte Aufnahme mit uns beiden, da hatte ich ja auch dieses schrottige Kopfhörer noch gehabt, die von der Xbox. Ah, ja. Ich habe ja so eben wieder neue. Mhm. Jetzt einmal mehr. Die sollten noch mal weitere 4 Jahre halten. Ja, hoffentlich, ne? Was mache ich denn da? Ja, zumindest wünschenswert. Oh ja. Ach, hier liegen auch noch. Wo liegt denn hier bei der gegrillte Mais drin, Mensch? Ach, das ist der. Ach, das ist aus dem Lagerfeuer. Egal. Wo? Erstmal die Rampen hier rauspacken. Kleister gerade mein Inventar zu. Die Windräder natürlich auch. Türen. Lampen. So. Oh, das ist so anstrengend.
hier teilweise, wenn man die Zahlen nicht sieht. Da müssen die echt noch was machen. Ich habe da kein Problem mit. Also Zahlen kann ich ja wunderbar alle erkennen. Echt? Oder vielleicht ein bisschen breiter ziehen, das Fenster? Breiter ziehen? Ja, das kann man auch. Man kann die Größe der Fenster anpassen. Aha. Ja. Das will ich jetzt mal sehen. Äh.